Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind hier heute mal an einem ganz, ganz speziellen Ort. Und zwar haben wir jetzt endlich wieder eine Garage. Ich muss hier einmal rückwärts gehen, weil ich darf draußen nicht zeigen. Hier haben wir die Aerox, die Malaguti, die Hure, dann meine alte Foxy, die im Container mit abgebrannt ist. Dann meine Booster, die kennt ihr auch noch aus Videos, die wird jetzt auch noch aufgebaut. Aber um die ganzen Roller soll es heute gar nicht gehen, sondern wir kümmern uns hier um die gute TPH. Ich habe gesagt, sobald wir eine Garage haben, geht es mit der los. Und heute bauen wir so die ganzen unnötigen Plastikteile ab und ich denke mal die ganze Kabelscheiße vorne ins Helmfach, weil die TPH soll komplett auf Rahmen sein, komplett, bis auf das Trittbrett. Da müssen wir hier irgendwie mal gucken, dass wir hier vorne so ausschneiden, weil das hier ist Kacke, glaube ich. Ist ein DR70 drauf und ein Sito Plus. Ja, Sito Plus. Wenn einer einen Auspuff, irgendwie einen Sportauspuff für Piaggio zu verschenken hat oder für keine Ahnung, 10er, 20 oder sowas, gerne mal in die Kommentare schreiben oder bei mir auf Instagram sich melden, dass wir für die wenigstens noch einen Sportauspuff haben, damit die auch mal mehr abgeht. Der Öltank fliegt auf jeden Fall auch noch mit raus. Ich würde sagen, da fangen wir mal an, wa? So, der gute Ratschekasten. Wir kümmern uns jetzt erstmal um hier vorne, dass hier vorne alles schön clean wird. Ich glaube, wir brauchen ja keinen Ratschekasten. Doch, brauchen wir. Wo ist denn die blöde Schraube? Aha, da ist sie. Wir brauchen einen Kreuz. Jetzt müssen hier die ganzen Stecker noch ab. Ich glaube, das geht nicht so gut mit einer Hand. Ich hab mir so einen Kopfball holen sollen. Und hier ist noch eine Kreuzschraube. Da. Na komm. Jetzt fällt die halbe Kacke schon ab. Geil. Ja, was? Ist eh kaputt. Muss die Kiste. Hier. Machen wir einen Radikalumbau, wa? Tag. Machen wir erstmal das Tacho. Und hier noch einmal pitchen. So. Nächste Teil ist schon ab. So. Schön. Schönes Ding. So, jetzt kümmern wir uns um das Beinschild mal. Das ist ja diese komische Brems. Dingsbums abmachen. Blast bin ich mal wieder. Müssen wir das auch noch aufdrehen. Boah, ist so windig draußen, ne? Jetzt krieg ich es nicht mehr aufgedreht, perfekt. Hat mir das einer nicht vorher sagen können. Moment. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier diese ganze Kackelose bekommen. Ist von vorne dann geschraubt. Mhm. Und die nächste Schraube. Wo haben wir sie denn? So eine. Ja, muss ich von der anderen Seite festhalten. Perfekt. Ah, scheiße. Muss man einen dickeren Kreuz nehmen. So, dann geht das auch schon. So, das Ding hier auch schon ab. Ja, perfekt. Braucht auch kein Mensch.
Das hier muss auf jeden Fall auch noch ab. Ich glaube, dafür muss aber das Rad raus. Ne, muss es nicht. Wir machen es einfach kaputt. Und jetzt da unten. Ja, ich melde mich auf jeden Fall, wenn das Ding ab ist. So, ich habe jetzt dieses Scheißteil hier vorne abgebaut. Hat länger gedauert als gedacht. Jetzt geben wir uns hier hinten dran. Wenn Bildschirm ausgeht, kurz auf Bildschirm tippen. Ja, kriegen wir hin, ja. Das Bildschirmvision an. Ja, ja. Das ist nicht so schön, dass es zittert. So, jetzt nehmen wir uns eine Flasche und füllen das Öl hier rein. So, kleines Update jetzt hier vom Roller. Von der TPA. Ich habe hier gerade schon mal ein bisschen angefangen, dieses Weiß runterzuschleifen. Auf der Kamera sieht es jetzt richtig scheiße aus, aber in echt ist es okay. Hier den Öltank rausgebaut, den Rahmen richtig schön clean gemacht. Alles mal sauber gemacht. Genau, jetzt Lenker hier. Und die Stange, die Teile hier müssen wir noch abflexen. Aber an sich alles mal sauber gemacht. Schon an sich ist das ganz ordentlich. Für eine Hure. Bremse funktioniert, Gaszug müssen wir noch warten. Haben wir bestellt. Guckt hier so ein bisschen was raus, muss man auch noch festmachen und so ein paar Sachen wegflexen. So, hier muss noch der Cut gemacht werden, dass man noch das Trittbrett da ist. Aber ansonsten, die läuft doch noch. Die macht nur ganz, ganz komische Geräusche beim Ankicken. Ich mal eben zeigen. Wenn man noch einen Tankdeckel hat, den er abgeben möchte, gerne bei mir melden. Wichtig. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Es war wahrscheinlich ein kurzes, knackiges Video. Ich denke mal, das nächste Video, was von der kommen wird, wäre dann Probefahrt. Und Gaszug, da brauche ich ja kein Video drüber machen. Jeder weiß, wie man Gaszug wechselt. Und dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf rein. Sitz auf einer Aerox mit 80, ich fahre schnell, das ist Absicht. Und wenn mein Kennzeichen abbricht, dann ist das nichts mehr mit Haflix. Guck in die Ferne, sehe Cops, breiter Lenker wie The Rock. Alle wach in meinem Block, nur noch Tuning.